Hallo und herzlich willkommen auf EPIC, heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, Waffenpflege, Instandhaltung und Wartung. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 5-11 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folio. Nach so einem ereignisreichen Shooting oder nach so einem ereignisreichen Training, wie wir es heute gehabt haben, kann man die Waffen reinigen? Muss man natürlich nicht. Ne? Wir beide sind da ziemliche Schlampen, was das angeht, und reinigen relativ selten unsere Waffen. Für Sturmgewehr, Pistole stimmt tatsächlich. Exakt, ja. Pritzwaffen bin ich ein bisschen verspannt mit dem mit dem Lauf. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Es hilft nichts, wir müssen mal reinigen. Irgendwann muss man mal reinigen, genau. Gibt es verschiedene Hilfsmittel, verschiedene Hersteller. Jeder sagt, er ist der Beste. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Jeder findet für sich das Beste. Jeder hat schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Wir haben tatsächlich sehr gute Erfahrungen mit Ballistol in der Vergangenheit gehabt, was die Reinigungsmittel selbst angeht. Und bei den Tools sind wir auf Real Avid. Das Real Avid war dir noch gar nicht so wirklich ein Begriff, deswegen haben wir das alles mal mitgebracht, um dir es auch mal zu zeigen. Du hast hier auch schon zwischendurch immer so mindblowing gehabt, wo du gesagt hast, das ist wirklich der Shit, ne? Tolle Ideen dabei, ja. Sind tolle Ideen dabei, tatsächlich. Manche Sachen sind natürlich auch nicht das Rad neu erfinden, müssen wir auch gar nicht rumlügen. Das ist, wie es ist. Und das entscheidet auch letztendlich ihr, was für euch das Beste ist. Wir wollen euch einfach nur mal ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, wie man das machen kann. Wir machen das jetzt mal anhand einer AR-15, haben die hier auch schon in Upper und Lower unterteilt. Den Verschluss haben wir auch schon ausgebaut. Das solltet ihr auf jeden Fall schon können. Das brauchen wir nicht nochmal extra machen, um auch ein bisschen Zeit zu sparen und hier nicht so ein 2-Stunden-Video zu machen. Wird der Rosi sich um den Upper kümmern und ich werde mich um den Lower und den Verschluss kümmern. Ganz kurz noch dazu, wenn ihr vorhabt, mal auch Optiken zu montieren oder sonst irgendwelche Geschichten machen wollt, von Real Avid gibt es zum Beispiel hier auch nochmal ein Werkzeugset, wo ich einen Drehmomentschlüssel mit speziellen Schlüsselaufsätzen habe. Das ist auch sehr zu empfehlen. Und gerade auch was Werkzeug angeht. Klar, es gibt gute Markenprodukte von Vera oder so zum Beispiel, die auch sehr, sehr gutes Werkzeug machen. Aber hier das Smart Drive 90 Set von Real Avid, da sind tatsächlich explizit für Waffen Bits mit dabei, wo man sonst sich tatsächlich sehr schwer tut, irgendwie was zu finden. Hier hat man halt alles in einem Kit, richtig? Ja, und vor allen Dingen die Waffenschrauben sind anders gebaut als handelsübliche Schrauben. Die Schrauben sind halt gerade ausgefräst. Mhm. Unsere normalen Schraubendreher sind in einen Winkel gebaut. Das heißt, wir verkniedeln schnell unsere Schrauben. Mit denen ist es halt so, dass sie von vornherein gerade sind. Das heißt, für uns hier, ich mache das so, die werden nur noch für Waffen verwandt und die anderen Schraubendreher nehme ich halt für zu Hause, Reparatur. So kann ich halt meine Waffe länger schonen. Ja, check. Okay. Gut, für die Waffenreinigung selbst gibt es natürlich auch nochmal Werkzeugsets. Hier habe ich von Real Avid mal so ein kleines kompaktes Set. Das ist eher so für unterwegs gedacht, genau. Richtig? Ja, genau. Hier habe ich jetzt den klassischen, also das gibt es zum Beispiel auch von Otis in runder Form vom Militär. Kennst du sicher auch die Dinger, genau. Ne? Und das ist im Endeffekt dasselbe System, außer dass beim Otis nur eine Borsnack dabei ist. Und hier habe ich tatsächlich Stangen zum Zusammenstecken. Mhm. Das war so, glaube ich, ja. Ja. Hier hast du Stangen zum Zusammenstecken, um eben halt die klassische Reinigungsstange zu bauen. Finde ich tatsächlich auch gut. Ich habe aber trotzdem auch immer eine Borsnack dabei. Holst du mal gerade eine rüber? Ja. Die 9er ist das? Genau. Ne, ist die 556. Perfekt. Die sind auch von Real Avid und die sind tatsächlich extrem innovativ. Die kannst du auch gleich mal durchjagen, wenn du Bock drauf hast. Du hast im Endeffekt, die Verpackung ist schon der Griff. Darauf aufgerollt ist dann die eigentliche Bohrsnack. Die ziehe ich hier dann einmal raus. Dann kann ich mir den Griff hier wieder zurückbauen, damit ich den für den Einsatz dann auch habe. Und hier kann ich jetzt hergehen und meinen Ring einhängen. Und dadurch habe ich hier meine Bohrsnack dran. Da ist auch eine Bürste mit dran und hier nochmal die eigentliche Bohrsnack und das kann man jetzt im Endeffekt, also quasi aushaken, durchziehen, einhängen. Und dann kann ich das mit dem Griff durchziehen. Kannst du dann auch auf jeden Fall mal. Darf ich gleich mal ausprobieren? Gleich, ja klar. Willst du direkt so machen oder willst du noch ein bisschen was von dem guten Stoff reinmachen? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, mach das mal. Weil ich kenne nur tatsächlich Bohrsnack und Quick Clean diese Art. Ja. Das habe ich noch nie benutzt. Da ist auch eine Kugel vorne dran, das heißt, es kommt auch echt gut durch. Ich ziehe jetzt mal nicht dran. Du musst erst da einhängen. Ja, wie ich mich kenne.
ein Aushängen geht. Das muss funktionieren, Rosi. Ja, ja. Und es funktioniert, oder? Es funktioniert auf jeden Fall. Was ich ganz cool finde, ist die Drahtbürste. Ja. Meine Borsten halten auch, also die echten Borsten halten bei mir ewig. Mhm. Die haue ich auch in die Waschmaschine. Mhm. Da müsst ihr halt, wenn ihr sie mal reinigen wollt, könnt ihr natürlich immer neu kaufen. Du kannst, glaube ich, auch hier aushängen, wenn mich nicht alles täuscht, und kannst dann da auch. Das wäre richtig cool. Musst du, glaube ich, mal aufbiegen. Also es geht auf jeden Fall, hier ist nicht, siehst du, ist nicht abgeschlossen. Ja, meine Frau hat mich nicht richtig lieb manchmal. Wenn ich also meine Borsten reinige, schmeiße ich die in alte Socken rein, dann ab in die Waschmaschine. Das geht bestimmt hier auch. Ja, check. Cool. Gut. Sehr gut. Weg damit. Jawohl. Gibt es für 9mm, 223 für alle gängigen Kaliber. Mhm. Und wie gesagt, schön ist halt auch, dass dann alles, was dreckig ist, im Silikonring gut aufbewahrt ist. Also das ist auch ideal. Das probiere ich auf jeden Fall aus, ja. Genau, so. Da können wir jetzt mal ein bisschen, das hat der Bernhard uns wärmstens empfohlen. Ich habe es tatsächlich auch noch nie ausprobiert von Ballistol, das Ganze. Ja. Guck mal, das müsste die erste Flasche hier vorne gleich sein. Die? Ja, schau mal. Das müsste der Laufreiniger sein. Ja. Nee, das ist das Keramikwaffenöl. Dann müssen wir gucken, da gibt es irgendwo eins für den Lauf. Schau mal. Waffenteilreiniger ist es nicht. Das müsste er sein. Gunnex, genau, das ist es. Laufreiniger. Der Bernhard hat gesagt, denn der Bernhard ist unser Sportschütze, der, glaube ich, ähnlich viel Mumpeln durch die Läufe jagt wie du. Und der sagt, das muss man da einfach mal reinmachen und dann geht es gut ab. Oder ist das auch nur das, haben wir es falsch geguckt? Spezialwaffenöl. Nein, das ist es nicht. Guck mal, da muss irgendwo ist ein Laufreiniger mit dabei. Die kleinen Flaschen. Die eine ist Optikreiniger. Das andere. Ja, das sollten wir nicht nehmen. Rubla Solo, ist das Rubla Solo Mil? Laufreiniger, guck mal, da steht's. Ja, Rubla Solo Mil haben wir ja auch bei der Bundeswehr. Ja. Hast du nicht erkannt? Doch, aber ich dachte, irgendwas Spezielles. Ach so. Das gibt es jetzt schon seit ewigen Jahren. Ja. Ist es auf jeden Fall klar, das reinigt. Der Witz ist, das alte Rubla Solo, was jeder, denke ich mal, kennt, hat mehr Wirkstoff als das hier. Ja, genau. Ui. Nimm mal kein Schlückchen. Ja, ja, hast ordentlich gerochen. Ne? Ja. Tatsächlich verwende ich das nicht täglich, aber wir reinigen jetzt ja auch, was weiß ich, 500 oder 1000 Schuss. Exakt, genau. Ja, dafür ist es dann brauchbar. Ich verwende das einmal im Jahr. Mhm. Ansonsten reinige ich mit Waffenöl, also jedenfalls meine Sturmgewehre oder Halbautomaten. Die Büchsen, da habe ich auch eine chemische Reinigung. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne? Man benutzt es und dann auf jeden Fall Öl hinterher. Ne? Ja. Also Einwirkzeit einhalten, wenn es eingewirkt ist, dann so lange, ich ziehe dann so lange durch, bis alles sauber ist. Ja. Was richtig gut ist, tatsächlich gut ist, wir haben ja einmal die Patches. Ja. Und wir haben hier die Filze, die kenne ich nur vom VfG. Ja. Jetzt Ballistol hat die jetzt auch hergestellt. Die werden wohl mindestens genauso sein. Scharfwolle Messing, so sehr, sehr top, so top sein. Ja. Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt. Was wir hier haben, ist, was ja immer ein Akt ist, wenn wir hier das Widerlage von Drehwarzenverschluss, wenn wir da reinigen wollen, da gehe ich einfach hier rein mit meinen Sternen. Das sind die, die hier auch in dem Set genau, mit dabei sind, ne? Sternpads. Da ist auch der Adapter dabei. Ich hole mal einen raus, dass man die mal sieht. Mhm. So sehen die aus, die Dinger. So, jetzt wische ich ein bisschen dahinter, sauber. So, und das ist jetzt so eine Sache, da kann man sich unheimlich viel Zeit sparen. Mhm. Na, wenn ich da jetzt irgendwie rumfummel mit Q-Tip oder was auch immer ich da nehme. Gehst du direkt mit dem Pad ran oder gehst du zuerst auch nochmal mit einer Drahtbürste ran? Ich gehe immer, wo meinst du jetzt, hier? Ja. Ja, Drahtbürste und zum Schluss da. Das Ding ist ganz, ganz witzig. Ja, damit fängst du an und dann der Pad. Ne? Ja, aber genau. Ich denke, das ist doch Standard. Das hat er, oder kennt das nicht jeder? Weiß ich nicht, ob es jeder kennt. Also tatsächlich, glaube ich, sind in vielen Waffenkits nur die Bürsten für den Lauf selbst. Oder für die. Nee, bei mir, bei allen ist das dabei. Bei den militärischen Reinigungskits. Ja, ja. Ist tatsächlich. Ich glaube, bei den zivilen ist es tatsächlich. Dann erkläre ich das mal ganz kurz, wie ich das mache. Wie gesagt, ganz normales Waffenöl mache ich jetzt hier nicht. Und dann wirklich. Jetzt mache ich das mal so wie zu Hause. Den mache ich mir immer einen kurzen Griff. Lass aber die Hose bitte an, okay? Du möchtest einen Hiftwurf. Nein, weil du gesagt hast, ich mache das wie zu Hause. Ich mache mal hier, während du hier vorbereitest. Ich wiederhole, du hast gerade nach einem Hiftwurf gefragt. Nein, habe ich nicht. Du musst ja immer höflich fragen. Ja. Real Avid, der Scraper. Das Ding ist speziell für die Verschlussgruppe. Willst du jetzt schon? Bist schon soweit? Dann mach du erst fertig. Okay. Komm. Also, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Jetzt wird alles gelöst. Und zwar besser als mit einem einfachen Laufreiniger. Das heißt, das Patronenlager, das sieht man hier,
habe ich jetzt gereinigt mit der vorderen Teil. Und das Widerlager von den Drehwarzenverschluss habe ich jetzt hier mit gereinigt. Ja. Aber das ist jetzt natürlich irgendwo da noch drin. Ja. So, und das hole ich dann in der Phase 2, in denen ich jetzt einfach den Lauf reinige. Damit werde ich rausziehen, das, was jetzt im Patronenlager ist. Aber ich bin jetzt immer noch nicht bei dem Widerlager gewesen. Dafür habe ich dann den Stern. Ja, check. Okay. Gut. Soll ich gleich weitermachen? Wenn du magst. Du könntest tatsächlich schon mal den Lauf mit dem Ballistol vorbereiten, dass der mal ein bisschen Einwirkzeit hat. Ja? Ja. Okay. Haben wir noch nicht gemacht. Gut. Muss rein. Ich will, dass man im Lauf, dass man davon essen kann. Hm. Das ist ganz wichtig. Bin ich mal gespannt, wie du reinkommst, aber machen wir. Gut, ich mache so lange den Scraper hier mal Stadler. Das ist wie gesagt ein Tool von Real Avid, was speziell für die Verschlussgruppe vom AR-15 designt worden ist. Es gibt da auch noch hier den Carbon Boss, der hat eine ähnliche Funktion, beziehungsweise ein, zwei mehr. Ist natürlich von der Größe her, seht ihr schon, hoppala, ist ein bisschen größer. Der Scraper passt natürlich überall noch mit rein. Und da sind halt auch spezielle Tools dann dran, wie zum Beispiel der Haken einmal, um hier den Pin rauszuziehen. Dann habe ich hier das schon mal. Übrigens auch hier die Unterlegmatte von Real Avid. Ist eine einfache Arbeitsmatte, gibt es auch von 100 anderen Herstellern. Was hier halt schön ist, man hat einmal nochmal eine Anleitung mit drauf, wo alle Teile abgebildet sind. Das heißt auch wirklich, wenn du mal was auseinander nimmst, wo du vielleicht nicht so firm bist oder nicht so oft machst, hast du hier nochmal ganz genau beschrieben, wie sie auch heißen, auch in Englisch, um auch mal Google befragen zu können. Ist schließlich bei A15-System, ist ja ursprünglich ein AMI-System, das macht auf jeden Fall Sinn. Und da hinten habe ich eine Ablage für die Kleinteile, die ich dann versorgen kann. Die sind zum Teil auch magnetisch. Das heißt, wenn ich da hier diese ganzen schönen kleinen Metallteile, die ich jetzt einfach mal hier auf meine Ablage lege, weil der Rosi einfach am Weg ist, was völlig okay ist, ich will nicht gehauen werden, kann ich die dann da drüben auch versorgen. Und wenn ich es nicht mehr brauche, kann ich das alles in dieses Tool da hinten einrollen und habe das alles dann sauber versorgt. Okay, wir haben jetzt hier schon mal das Ding draußen. Jetzt machen wir noch den Pin. Der kommt auch raus. Dann nehmen wir hier einmal das Teil raus. Das geht ja alles ohne Werkzeug. Das brauche ich dann tatsächlich nicht. Oh, mein Ding ist richtig, also mein Verschluss ist richtig zugefressen. Der hat heute gut was gelitten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich hätte mal auf dich hören sollen und mal öfters Öl. Du warst heute Morgen lieb und hast schön Öl genutzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hätte dann noch ein bisschen mehr nehmen sollen. Also ich habe gesagt, es wird schon. Das ist jetzt der Patch. Wird schon gehen. Wir lassen jetzt einwirken. 5 bis 20 Minuten. Ja. Man sieht aber hier schon, dass angelöst ist. Ja. Ne, das siehst du an der Farbe. Und der Schmotter, der rausgeht. Ja, jetzt mache ich natürlich meine Stange wieder sauber. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das heißt, in der Zeit kannst du schön erklären, um was es da geht. Ja. Ich kenne mich mit dem Gerät nicht aus. Warum? Weil ich das nicht habe. Ach, richtig. Du bist ja so dieses Pistending, ne? Das funktioniert halt. Brauchst du dann überhaupt hier so einen Scraper? Funktioniert das? Ein paar Sachen sind ja gleich. Tatsächlich mit dem Pisten überhaupt nicht vertraut auch und weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ist halt wesentlich weniger Verschmutzung. Ja. Moment, da habe ich gelernt von einem Bauer, der AR-15-Systeme in DI baut. Der hat mir gesagt, das ist gelogen. Die Verschmutzung findet nur an anderer Stelle statt. Was ist an diesem Mythos dran? Erzähl mir was dazu. Also, wenn man damit arbeitet und wenn ich jetzt deinen Verschluss sehe, da ist halt der Schmodder da, wo er nicht hingehört, meiner Meinung nach. Ja. Wenn ich jetzt meine Waffe reinige, es wird halt wirklich vorne rausgedrückt. Ja. Wir haben ja das Gassystem, da wird ein Teil des Gases rausgenommen und dann habe ich ja den Piston, also quasi die Übertragung der über die Schubstange zum Verschluss. Das heißt, von der Seite kommt gar nichts rein. Okay. Es bleibt ja geschlossen und das heißt, der Müll geht mit Masse nach vorne raus. Check. Ganz wenig. Und hier geht halt ein Teil nach hinten. Und du siehst es ja selber an einem Verschluss. Das ist halt das, was man einkauft. Früher hat man auch gesagt, direktes Gassystem ist präziser. Ja. Das hat früher auch mal gestimmt. Aber die Waffentechnik ist so weit, jedenfalls die deutsche. Und zwar egal, Hänel oder Heckler und Koch, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die sind beide wirklich gut. Da sieht man, die haben das mit den Pisten auf jeden Fall hinbekommen. Und okay. Du siehst gerade, dein... Der ist nicht dreckig. Das ist nicht dreckig. Das ist alles so. Du hast gerade schwarze Handschuhe an. Ich hatte schwarze Handschuhe vorher schon angezogen. Ein bisschen blau ist jetzt rausgekommen. Ich weiß. Hier dieses Einwirkballistol ist blauer. Ich entschuldige mich ausdrücklich. Okay, gut. Schön. Also der Scraper hat hier auf der einen Seite ein großes Teil, wo ich hier das Ganze einmal sauber kratzen kann im Verschlussträger. Und
Dann habe ich natürlich auch nochmal die Möglichkeit, wenn ich das Ganze drehe hier, den Verschlusskopf selber zu reinigen. Da habe ich zum einen hier diesen schmalen abgesetzten Bereich, da kann ich hier vorne reingehen und kann da ein bisschen runterschaben, Carbon entfernen. Ist ja alles nur hypothetisch, da ist ja überhaupt kein Dreck drauf. Nein, bei mir. Auf keinen Fall. Genau, und dann habe ich hier auch nochmal, um die Zacken zu reinigen, nochmal Werkzeuge. Da kann ich dann auch nochmal ein bisschen dazwischen gehen. Das mache ich tatsächlich sehr gerne mit dem Universalöl von Ballistol, weil das zum Saubermachen, zum Reinigen, finde ich das tatsächlich mit eines der besten Mittel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mache das tatsächlich damit gern. Dann wische ich alles sauber und dann kommt irgendein Silikonöl drauf, was dann natürlich auch noch schmiert. Was sagst du? Kann man machen? Ja, ich werde jetzt hier Erfahrungen sammeln, auf jeden Fall. Ich habe halt ein Waffenöl, das ist die zivile Version von unserem Bundeswehröl, da weiß ich, dass es funktioniert. Ja. Damit arbeite ich. Aber wie gesagt, ich bin da open mind. Ich werde mich umschauen und das alles mal durchprobieren und bin gespannt. Ich habe mir übrigens meinen Verschluss Cerakote beschichten lassen. Der ist eigentlich gelb. Das heißt, wenn wir jetzt hier fertig sind gleich, müssen Sie sehen, ist hier liegt hier ein gelber Verschluss. Sehr schön. Und wenn ich den Durchladehüllen mir anschaue. Den kannst du auch mal ein bisschen mit Universalöl. Oder hier mit dem, was auch gut ist, ist das Spezialwaffenöl. Ist es nicht. Genau, ich mache den Lauf weiter. Aber netter Versuch. Oh Mann, ich wollte, dass du mir ein bisschen hilfst. Was mache ich gerade? So, ich habe jetzt hier meinen Patchhalter. Ich ziehe jetzt erstmal in die Richtung raus. Ja. Das hat den Vorteil. Ich habe ja eben gerade das alles angelöst. Ja. So, und jetzt schau dir mal an. Das ist das Angelöste. Das habe ich jetzt rausgezogen. Ja. Das reicht jetzt natürlich noch lange nicht. Na, jetzt müssen wir gerade jetzt, ich kann ja jetzt auch nicht abbrechen. Ja. Dann ist das nicht gut für deine Waffe. Das Zeug muss unbedingt raus. Also noch ein bisschen mehr. Was hast du gerade gemacht mit der Mitte? Das ist hier nochmal auch für den Kopf, dass du hier auch nochmal in die Drahtbürste reingehen kannst. Ne? Also das wäre mit dem hier natürlich nochmal ein bisschen einfacher, als wenn du dann hier mit dem Tool arbeitest. Einfach nochmal eine Alternative. Aber auch hier könntest du hergehen und das Teil hier ausklappen dafür. Ich muss mal gerade gucken, wo das genau war. Das war nämlich auch eins von diesen Werkzeugen. Das ist der Schaber für den Verschlussträger hier. Kannst du auch reingehen und den damit sauber machen. Genau, so war das. Da gehst du hier drauf und schiebst den da drauf. Und dann kannst du hier auch im Endeffekt ein bisschen sauber machen damit. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das Teil zu nutzen. Und dann kriegst du das da auch nochmal einigermaßen. Das ist für den Firepen hier direkt zum Saubermachen. Kannst du auch durchjagen, ein bisschen abschaben. Ja, ich sehe, ich muss meine Waffe öfters reinigen. Auf keinen Fall. Doch ein kleines bisschen. Vielleicht nicht nur alle 5 Jahre, sondern mal alle Jahre. Aber das habe ich ja mit Absicht so gemacht, dass wir hier diese Produkte auch... Damit ich deine Waffe mit reinigen kann. Damit du, habe ich verstanden. Ja, das ist auch, also dass du mir ein bisschen hilfst. Und natürlich auch... dass alle sehen, wie schön beschichtet mein Verschlussträger in Gelb ist. Momentan ist er nur mit Pulverschleim beschichtet. Weißt du, was der Gag ist? Ich puste jetzt hier einfach kurz, dann halte ich ganz still und dann wird der Hannes nachher in der Post-Production einfach hier einen Gelbfilter drüber legen und dann sagen wir, ey, guck mal, wie schön gelb der ist. Und dann passt das. Bitte, Hannes. Nein, er ist natürlich nicht gelb, aber er ist auch nicht schwarz, sondern er ist so silberfarben original. So ein bisschen. So. Genau. Aber sieht man schon, kommt schon ein bisschen was raus. Sieht total klasse aus. Findest du nicht? Ja, unbedingt. So. Gib mir jetzt mal den Waffenteilereiniger hier. Ich habe hier nur das Spezialwaffenöl und das Keramikwaffenöl. Achso, du bist noch da beschäftigt. Wir brauchen Assistenz, bitte. Gut. Ein bisschen wie kochen, oder? So. Ja, unbedingt. So, es ist noch nicht perfekt, aber ich kann jetzt schon damit leben. Wir haben jetzt den Schmotter hier rausgeholt. Ja. Das Rubla-Solo muss halt raus. Ja. Deswegen habe ich am Anfang nur in eine Richtung gezogen. Ja. Aber egal, was andere sagen, wir schauen uns das mal an. Jetzt kannst du auch mal die Filzreiniger nehmen hier. Ja, ich will das beides zeigen. Du willst beides zeigen? Okay. So, jetzt wieder Oldschool. Ja. Patchhalter sind so gebaut, man kann auch vorne und zurück, aber immer dran denken, erstmal in Schussrichtung, um das Patronenlager auch zu reinigen. So, und jetzt mit hin und her, guck mal. War doch noch eine Menge drin, ne? Ja. Obwohl das einfacher war. Okay. Gut.
Übrigens auch hier die Mikrofasertücher, die haben wir auch von Ballistol mit dazugenommen. Einfach mal, dass wir eine runde Sache haben von einem Hersteller. Natürlich kann man hier auch ganz einfach, wenn man alte Hemden hat, die einem nicht mehr passen, kann man die benutzen. Ich meine, du wächst nicht mehr und du wirst auch nicht dicker, also für dich gibt es keine alten Hemden, aber bei mir ist es so, ich wachse noch, ich bin ja noch nicht ausgewachsen. Und du bist sicher, dass du die Waffe von innen nicht mit Schmodder beschichtet hast? Was? Ich bin jetzt einmal rüber. Nee, nee. Das ist doch blitzsauber. Das bringt, ich weiß gar nicht, was bringt unheimlich Spaß hier, deine Kanone zu reinigen. Ey, wir hätten auch, Rosi, ich habe gefragt, nehmen wir meine oder? Du hast ja, dann nehmen wir deine. Mhm. Ja. War ja ein toller Trick. Ja. Ich finde, ich habe alles richtig gemacht heute. Cool. Reinigen bringt Spaß. Das bleibt hoffentlich hängen. Aber gut. Nur, wenn ihr mit Ballistol arbeitet. Nur dann habt ihr so viel Spaß. Auf jeden Fall. Weißt du eigentlich, dass das Roblas Solo, wenn man da eine tiefe Nase nimmt, dann sind wir schon wieder beim Mindset irgendwo im Bereich Drogen. Also habe ich nicht verstanden. Zeig nochmal. Geh weg. Das ist wirklich hardcore. Aber ich bin echt saugespannt, wenn dieser Lauf jetzt wirklich so aussieht, wie der Bernhard gesagt hat. Und auf dem Bernhard sein Wort lege ich wirklich extrem viel. Also wenn der sagt, danach, das kriegt jeden Lauf, egal wie zugewatzt er ist, kriegt den sauber, dann glaube ich dem das. Also meine Filzstoppen, da habe ich einen anderen Adapter bei mir, habe ich jetzt hier nicht gefunden. Ja. Das heißt, ich stecke den auf, dreh den auf, dann kann ich auch vor- und zurückarbeiten. Ja. Habe ich jetzt nicht gefunden. Ich zeige jetzt aber trotzdem mal mit dem, was da ist. Ich steche den jetzt einfach durch. Oh. Und da sieht man schon, da geht eine Menge mehr raus. Das war eben gerade ein Sauberer. Streng dich mal ein bisschen an, bitte. Ja. Wir haben da eine ganze 60er-Packung, die müssen da alle durch. Da kann ich gleich mal mit deinem Ohr probieren. Mit meinem Ohr? Ja. Mit meinem Ohr, meinst du? Geh weg! Du darfst nicht den Luftballon in der Mitte kaputt stechen. Das ist doch spitz an das. Das Vakuum zerstören, habe ich verstanden. Ja, danke, bitte. Ja, also, das ist jetzt eine richtig, das ist gut. Ne, es war ja eben schon verhältnismäßig sauber. Das ist das gut mit diesem ganzen Intensivgerät. Gut, sehr gut. Also ich bin fast fertig. Wie sieht es bei dir aus? Ich gehe jetzt hier mal mit Keramikwaffenöl ran. Mhm. Ein Glück. Gut. Wir haben verschiedene Optionen. Wir müssen jetzt ja irgendwie Öl reinkriegen in den Lauf wieder. Oftmals nimmt man eine Polyamidbürste. Ja. Oder aber, was ich bei mir ganz gerne mache, ich nehme entweder meine Filze. Ja. Aber hier mache ich es jetzt nicht, weil ich nur durchdrücken kann. Wie gesagt, normalerweise drehe ich das auf. Ich zeige das jetzt mal mit dem Gerät hier, mit dem Patchhalter. Ja. Natürlich ist es nicht sauber. Du kommst ja noch durch meine Endkontrolle hoffentlich. Oh, fuck. Ja. Und morgen zum Frühstück, wenn du fertig bist, schickst du mir ein Bild. So, gib mir mal bitte dein... Womit sollen wir das jetzt mal einölen? Mit dem Keramik-Waffenöl. Angriff. Lass gucken, was da steht. Ja, würde ich. Rein damit. Mhm. Was ist denn der ultimative Test, um zu sehen, ob wirklich der Lauf gut gepflegt ist? Ich weiß es, aber ich möchte es gerne von dir hören. Okay. Also, der wirkliche Test, ob wir gut gepflegt haben, ist folgendes. Wir haben jetzt die Waffe gereinigt. Wir haben jetzt eingeölt. Das ist jetzt für meinen Standard, für eine Prez-Waffe, fange ich jetzt an. Trotzdem, wenn du jetzt beim nächsten Schießen mit einem Patch oder Filz arbeitest, ja, dann keinen Snack nehmen, dann nimmst du tatsächlich mal dieses Gerät. Und wenn du jetzt durchhaust und vor dem nächsten Schießen ist der Patch sauber, ja, dann bist du auf jeden Fall sicher, dass es gut gepflegt war. Wenn der schwarz rauskommt, dann war es noch nicht gut. Das heißt, den Test musst du jetzt machen mit deiner Waffe. Ja. Beim nächsten Mal nicht einen Bohrsnack durchhauen, sondern tatsächlich einmal das Gestänge ran. Ja. Und dann guckst du, war es gut oder war es nicht gut. Ja. Das ist der Test. Okay. Reichst du mal bitte kurz den Waffenreiniger an, den schwarzen da ganz links? Ja. Vielen Dank. Der Waffenteilereiniger. Waffenteilereiniger. Ja. Gut.
Was kochst du gerade? Ich lasse jetzt das Waffenöl einwirken. Mhm. Bis übermorgen. Ich bin fertig. Müssen wir einen Timer anstellen, oder wie? Ja, ja. Nee, bei mir ist alles fertig. Wie weit bist du denn? Ich gebe mir viel mehr Mühe als du. Ja, auf keinen Fall. Doch. Ich arbeite nicht nur schnell, sondern auch gut. Ja, eigentlich ist das ja auch Upper hier. Das ist eigentlich deine Aufgabe. Das musst du noch machen. Ja, da hat er eigentlich recht. Ja. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich glaube, mein Verschluss war noch nie so sauber wie heute. Und ich werde danach auf IGAN die Waffe reinstellen, ja, und sagen, Horner Harms HA15, ja, gereinigt fast von, nagelneu, gereinigt von Hermann Rosenberg. Auf keinen Fall wirst du es reinstellen. Da kriege ich locker 6.000 bis 8.000 Euro dafür. Mhm. Nur weil du sie gereinigt hast, kannst du mir glauben. Die, die mich kennen, werden die auf keinen Fall kaufen. Wieso? Weil du so ein Pistenfan bist? Nee, weil das Reinigen selber so ein Ding ist. So, jetzt gibt es hier noch ein paar Sachen zu machen. Ich müsste jetzt tatsächlich die Schiene von innen nochmal. Kann ich zum Beispiel machen, indem ich jetzt die Stange nehme, aber das werde ich dir nicht abnehmen. Ja. Setz sie rein und reinige in den Innenbereich hier die Schiene für den Durchladehebel. Mhm. Der muss auch ordentlich sauber sein, ne, dass der vernünftig gleitet. Aber das werde ich dir mal für zu Hause lassen. Check, okay. Na, weil das ist jetzt nur noch keine Arbeit. Okay. Und du brauchst ja Beratung. Exakt. So, jetzt aber, ich bin fertig. Okay. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, also jetzt bewegt sich auf jeden Fall mein Verschlusskopf wieder. Das ist schon mal sauber. Das heißt, ich muss jetzt nur noch meinen Firepin einsetzen. Nein, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Erst kommt der Nipsi rein. Du siehst, hier sind echte Profis. Ja, hundertprozentig. Ich genieße das gerade. Also super. Guck mal, wie der läuft. Wahnsinn. Völlig irre. Und er steht. Das heißt, die Ringe sind auch noch safe. Mhm. Okay. So, dann fehlt nur noch zum Schluss das Häkelchen. So. Das ist klasse. Meinst du nicht? Ja, hundertprozentig. So. Und jetzt wische ich den immer nochmal ab, ne, weil jetzt ist er ja quasi grundgereinigt innen. Dann wird er außen nochmal schön abgewischt. So. Und dann ganz zum Schluss kommt hier auch nochmal Keramiköl drauf. Jawohl. Weil mein System muss wirklich glitschig sein. Also das, mein Eiersystem, das muss einfach laufen. Und es läuft tatsächlich, wenn es richtig nass ist, am besten. Dann gut, gib mir nochmal dein, welches Gleitöl hast du? Keramik habe ich hier genommen. Das machen wir tatsächlich vorher rein. Ja. Ja, dass er wirklich ein bisschen gleitet. So, den Lower sparen wir uns jetzt mal. Da habe ich ja vorhin hier schon ein bisschen das Magazin, den Magazinschacht mit dem Waffenteilreiniger gesäubert. Das soll für mich mal reichen. Der Abzug ist von Geisele, der ist selbstreinigend, selbstzerstörend und nachhaltig. Das ist einer der besten nachhaltigen Abzüge, die es gibt. Jetzt setzen wir hier noch den Upper drauf. Machen das hier fest. Sweepen einmal das ganze Publikum. Ach, schön, oder? Hört sich fast an wie ein Gewehr. Ja. Funktioniert noch. Eins haben wir noch vergessen, ganz zum Schluss. Das mache ich tatsächlich auch nicht sehr häufig, aber wenn ich es mache, dann muss es gemacht werden. Dafür können wir jetzt die Handschuhe ausziehen. Nehme ich hier ein Stück vom Lappen, das noch sauber ist. Gib mir einmal bitte den Optikreiniger. Sehr gut. Aber du reinigst jetzt nicht mit den Lappen. Doch. Die Optik. Guck mal hier, das ist doch sauber noch. Das Blitz ist sauber. Ja, mach. Und das ist auch nachhaltig und wiederverwendbar. So. Und das beschichtet nämlich auch... Fürs Publikum, ich reinige meine Optik nicht mit so einem Tuch. Ja, du hast ja auch einen Scope. Das ist auch eine Optik, das ist beschichtet. Ja, das habe ich jetzt gerade die Beschichtung erneuert. Was ist an dem Tuch auszusetzen? Nimm Optiktuch nächstes Mal. Ich habe aber gerade kein Optiktuch hier. Und dann ist das hier immer noch ein feiner Riss als das damit... Das BW-Dreieckstuch. BW? Nicht BW, was ist denn das? Miltec. Weiß ich nicht. Ich benutze es halt. Das ist auf jeden Fall ein Taschentuch. Ja.
Du siehst, ich benutze mein Taschentuch nicht für die Nase. Ich benutze das. Das ist auf jeden Fall besser als das. Also die Optik wirklich, da bin ich vielleicht ein bisschen verspannt. Zerkratzt euch nicht die Beschichtung. Nehmt ein feines Tuch dafür, nehmt ein Optiktuch, auch zum Reinigen Optiktuch, halt nur für optische Sachen. Auch da, wenn du jetzt eine Optik reinigst, erstmal wegpusten, ob da Staub drauf ist. Wie gesagt, wenn die Beschichtung weg ist, ist sie weg. Ja. Es ist nicht das gleiche wie ein Ziefernrohr, weiß ich selber, aber auch das hat eine Beschichtung. Alles gut. Klasse. Ich habe jetzt, wenn ich das runternehme, habe ich jetzt das Absehen im Auge projiziert, weil das so sauber war, dass es jetzt klar, dass mir eigentlich. Ja, ich habe sogar auf der anderen Seite gesehen. Voll ist gut. Also ja. Mega. Tipptopp. Ich würde sagen, damit sind wir fertig. Machen wir mal Sicherheit herstellen. Stellen wir was ab. Okay, ich sichere für dich. Wir haben hier eine Riesensauerei gemacht. Aber wir haben, denke ich, alle Werkzeuge und alle Mittel, alle Reinigungsmittel benutzt. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, im Sitzen gereinigt. Ich reinige nicht im Sitzen normalerweise. Zu Hause stehe ich. Ich habe natürlich einen vernünftigen Ausrüstungstisch in der richtigen Höhe. Ja. Das ist halt vom Handling für mich ein bisschen besser. Also gerade das Laufdurchziehen ist definitiv im Stehen. Ja, da stand ich eben genau, auch. Ja. Ja, ich denke, wir haben alle wichtigen Punkte angesprochen. Achtet drauf auf die Einwirkzeiten. Eins haben wir noch vergessen, ganz wichtig, genau. Schalldämpferreiniger. Wir haben jetzt dummerweise tatsächlich überhaupt nicht mit Schalldämpfer geschossen in der ganzen Serie. Den gibt es auch vom Ballistol, der wird einfach im Endeffekt der Schalldämpfer auf einer Seite verschlossen. Den nimmst du mit und testet das mal zu Hause bitte. Ja? Also hinstellen, auf einer Seite verschließen, oben reinschütten, Einwirkzeit beachten, rausholen. Wie gucke ich denn drei Phasen, wie bei den Zähnen von alten Menschen, also von den anderen alten Menschen meine ich, die dritte Zähne haben, da gibt es doch diese Reinigungsmittel, wollte ich sagen. Soll ich mal auf Deutsch übersetzen? Ja, bitte. Du benötigst viel Schmerzen. Okay. Du bist nein, direkt auf Kurs. Spaß, Rosi, ja, ich mache nur Spaß. Ja. Du hast die besten Zähne, die ich jemals gesehen habe. Ja, klar, die sind alle gerade frisch gekauft. Okay, gut. Nee, aber früher hat man das ja so gemacht, tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob du den Trick kennst. Ihr habt das vielleicht auch bei den Spezialkräften Camelback Source Trinksysteme, Trinkblasen. Mhm. Die macht man tatsächlich auch am besten mit so einem Cookie Dent drei Phasen Gebissreiniger sauber. Ist wirklich Fakt. Muss man ausprobieren. Habe ich ja was gelernt heute. Ist wirklich so. Muss man ausprobieren. Aber das tut nichts zur Sache. Ballistol Real Avid, das ist der Shit, den ihr braucht, um eure Waffen ordentlich sauber zu kriegen. Gibt es noch was zu ergänzen? Man könnte über Waffenreinigung wirklich viel, viel mehr sagen. Seht einfach zu, eine automatische Waffe braucht Öl. Das hat jetzt nichts mit dem Reinigen zu tun, sondern mit der Vorbereitung zum Schießen. Also ich haue ein paar Tröpfchen Öl rein. Bei einer automatischen Waffe lieber ein Tropfen mehr als zu wenig. Ja. Bei Repetierern ist das was ganz anderes, aber wir reden jetzt ja von AR oder Pistolensystem. Haut ein bisschen Öl rein, auch wenn es ein bisschen mehr Schmutz erzeugt. Arbeitet das Ding ab, nachher wegwischen. Wenn du ein bisschen mehr Öl drin hast, wäre das auch alles leichter gegangen, ja. Also unter uns. Und das Reinigen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das Gestänge ist nicht revolutionär, aber es funktioniert. Ja. Aber was toll ist, die Größe. Das hat mir sehr gut gefallen. Nächstes Mal passen wir auf, dass wir gleich den Adapter nehmen, dass wir auch uns das Leben ein bisschen leichter machen mit Vor-Zurück. Das war jetzt hier nicht. Aber du hast gesehen, es funktioniert sogar mit dem Behelfsmittel. Hat mir gut gefallen. Interessant fand ich natürlich das Rumgeschabe. Da bin ich wirklich oldschool und arbeite einen Ticken anders. Ja. Ich habe halt mein Armeezeug, das habe ich mir zivil jetzt auch gekauft, weil es einfach funktioniert. Ja. Aber ich habe jetzt gerade gesehen. Ich gebe dir das mal mit und dann tust du es einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Und guckst mal, ob dir das vielleicht einen besseren Dienst tut. Ja. Gut. Gut. Sind wir durch. Die Produkte von Ballistol und von Real Avid findet ihr ebenfalls wie alle anderen Sponsoren in der Beschreibung. Schaut mal vorbei. Kauft bei den Leuten, das unterstützt sowohl unsere Videoserie als auch die Sponsoren. Die würden sich sehr freuen. Wir bewerben hier nichts, was wir nicht wirklich auch ausprobiert haben schon vorher, auch wenn das jetzt hier vielleicht nicht so ausgesehen hat, als hätten wir da jetzt das erste Mal mit gearbeitet. Teilweise, also Real Avid hast du tatsächlich das erste Mal mit gearbeitet. Genau. Ja, aber das ist wirklich gutes Material, mit dem man auf jeden Fall lange
oder besser seine Waffen pflegt. Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier das wahrgenommen, werde das ausprobieren, da kriegst du von mir die Informationen und ich vertraue dir auch deinen Sportschützen. Wenn der sagt, das funktioniert, gehe ich auch davon aus, das funktioniert natürlich. Lass uns dazu auch in unserem letzten Video, was ja dann ganz, ganz, ganz zum Schluss nochmal kommt, wenn wir nochmal die Nachbesprechung haben und die Fragen beantworten, dann können wir auch da nochmal drauf eingehen. Du nimmst ja alles einmal mit und dann kannst du auch einfach nochmal ein Feedback, ein Resümee geben, was du denn da besonders gut fandest und was besonders gut funktioniert hat. Was besonders gut ist, dass ich zum Jahresende auch meine Waffen reinige. Einmal alles durch. Das heißt, das kommt jetzt definitiv zum Einsatz. Das kommt jetzt auf jeden Fall zum Einsatz, perfekt. Super. Klasse. Gut. In diesem Sinne, wie wir es gerade gesagt haben, alle Fragen in die Kommentare beantworten wir, packen euch noch ein ordentliches Fazit mit dazu. Und dann sind wir raus und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye-bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helikontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium.